Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Against oder Together gerade noch mit mir als Seleukiden und mit den Jake als Spartaner. Richtig, schön, dass ihr wieder da seid. Jo, so. Gut, Rang erhöht, General Georgius. Und Georgius. Sklavenaufstand bevorstehen, das ist ja klar. Untertan, schon wieder Untertan. Baubericht erlasst, erteilt und Haushalt erweitert sich. Juhu! So. Fängt schon wieder gut an. Freude? Ja, genau, ja doch. So, also. Benötigt Aufmerksamkeit. Na dann, schaut wir mal. Also, einer eurer Magistrate hält sein Land für unfruchtbar. Die Ernte ist ausgeblieben und die Bauern befürchten, dass dies auch im nächsten Jahr passiert, wenn nichts unternommen wird. Ja, wow, ihr seid die Bauern. Dann unternimm was. Ja, also entweder düngen, bewässern, zu den Göttern beten oder nichts tun. Die Bauern müssen doch wissen, was die... Ja, dann düngt halt. Nein, die sind alle blöd, das sind so... Oh Gott, es ist etwas passiert. Ich habe zwar Ahnung, was ich machen sollte, aber ich darf eigentlich nicht selber denken und deswegen muss ich jetzt mal den Herrscher nachfragen und die mit irgendeiner Angelegenheit belästigen, die ich eigentlich selber klären könnte. Und sollte, also, ja. Ja. So. Gut, dann stibitze ich mal ein bisschen. Oder doch nicht? Warte, was kannst du? Ich werde dieses Gefühl nicht los, dass du einen Spion bei mir sitzen hast. Bei dir? Ja. Das wäre aber ziemlich weit weg von mir, ne? Ja. Und ich würde auch nicht so ganz verstehen, was es dir zumindest zum aktuellen Zeitpunkt bringt. Warte mal, wie kann man nochmal das Dings... Ah, so, warte, oder? Irgendwie, ja, so. So, jetzt hat. Tja. Ich werde das Gefühl nicht los. Warum denn? Nee, also... Das, was ich eigentlich komisch finde, ist, dass bei mir ständig irgendein Scheißdreck passiert und meine Spione einfach zu unfähig sind, rauszufinden, was es ist. Oh Mann. Ja, das kann einen schon echt krass nerven, das stimmt. Ja, ich hab halt, Sparta ist für spitzenmäßige Krieger, nicht für spitzenmäßige Schleicher bekannt. Obwohl, eigentlich auch, weil die Krieger sind teilweise echt richtig gute Schleicher gewesen. Ja, das waren auch sehr gute Assassinen, das stimmt. Ja. So. Kein Wunder, dass Assassin's Creed in Odyssey, also in Griechenland, spielt und du auf spartanischer Seite ziemlich krass sein kannst. Macht Sinn. Ja, macht schon Sinn, das stimmt. So, warte. Beziehungsweise, dass du ja ein Spartaner bist. Mehr oder weniger. Mhm. So, Heirat. Wen heiratest du? Du heiratest... Eine hübsche Ehefrau. Wieso bekommt er eine hübsche Ehefrau und ich bekomme so eine arroganter Ehemann und zänkische Ehefrau? Wieso bekommt der von der gegnerischen Armee jetzt eine hübsche Ehefrau? Und 10% oder plus 10 Chance auf Kinder zu bekommen. Die bekommen keine Kinder, aber... Ja, weil er eine hübsche Ehefrau hat. Nein. Hatte halt einfach, der hatte wahrscheinlich einfach Pech im Spiel und deswegen hat er jetzt Glück in der Liebe. Du weißt schon, wie das läuft, ne? So, das ist mir jetzt egal. Also, ich ich schicke jetzt egal, meine Ehefrau. Du schickst jetzt deine Ehefrau zu ihm rüber? Hey, wollen wir tauschen? Ich schicke ihn jetzt mal... Oder meine Ehefrau auf eine Emission nach Nabatea. Weil da kann es sein, dass sie stirbt. Und dann kann meiner neu heiraten. So. Alter! Was bist du denn für einer? So richtig makaber, Alter. Ja gut, du bist so ein komischer Seleukiden-Boy. Was? Sehen wir uns gleich durch. Wow. Ich kann mein...
Ich kann mein Familienoberhaupt adoptieren. Ja, das habe ich doch vorhin auch gesagt. Ja, eben. Ja, das. Achso, ich wusste nicht, dass es dein Familienoberhaupt ist. Aber... Doch, Basileus ist bei mir okay. Der ist Familienoberhaupt. Ja, das ist so verschickt. Cool. Also ich meine, vielleicht haben sie einfach nur das mit dem Adoptieren verändert, also dass du quasi, du musst jetzt bei dem Charakter, der jemanden adoptieren soll, sagen, dass er jemanden adoptieren soll und dann adoptiert er jemanden oder irgendwie so, könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt ist. Ja, aber ja. Also ich meine, ich habe ja auch bei meinem Basileus habe ich ja auch gesagt, dass er irgendwie seinen Sohnemann unterrichten soll oder so. Mhm. Und das musste ich aber bei dem Basileus anklicken und nicht bei dem Jungen. Ach, krass. Also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt so geregelt ist. Ich glaube, ich probiere das nächste Runde mal aus. Mhm. Probieren geht über Studieren. Hört, hört. So, Köpfe der Hydra wird sich bald mal... Die Hansel von drüben, die machen hier auch nichts, ne? Die können hier echt nichts machen. Warte, habe ich noch Platz für noch einen Agenten? Nicht, oder? Nee, sind alle weg. Sind alle besetzt. So, du bekommst nichts, ne? Du bist halt von der Gegnerfraktion. Tut mir echt leid. Gut. Oh, warte mal. Eins. Zapperlot. Der Siegmüller. Ja, ah, genau. Die 212. bekommt noch was. Das ist ja gut. Forschungsding ist jetzt auch nicht so schlecht, aber das da ist besser. Lehrer, 3 Erfahrungsränge für Rekruten. Das ist sexy. Aber da ist gerade kein Rekrutierungsgebäude. Sklavenaufstand, wieso kommt das jetzt? Achso, das ist bei dir. Ja, Untertan erlangt Allbekanntheit. Mal wieder. Schande! Über dich. Nein, so heißt es diesmal. Ein junges Mitglied einer rivalisierenden Familie ist schwer verschuldet. Vielleicht können wir dies zu unserem Vorteil nutzen. Schmiergeld verlange, Familie erpressen, ausplaudern, nichts unternehmen. Ich sage mal so... Wenn wir das so machen, dass die... Wenn ich jetzt sage, Schmiergeld verlange oder sie erpresse oder irgendwie so, dann kriege ich wahrscheinlich Geld oder irgendwie sowas. Wenn ich nichts unternehme, dann bekomme ich wahrscheinlich Loyalität von der Fraktion. Warte, wie war das nochmal? Also ein Mitglied der gegnerischen Familie ist schwer verschuldet. Ah, ja, okay. Genau, und ich kann jetzt entweder Schmiergeld verlangen, die Familie erpressen, es einfach ausplaudern, so nach dem Motto, ach, ist ja schön, die habt ihr schon gehört, die haben voll die Schulden. Oder ich kann nichts unternehmen, wodurch ich wahrscheinlich Loyalität kriegen würde, aber ich will das Geld, Schmiergeld verlangen. Okay. Kein Sohn will, dass der Vater von seinem Versagen erfährt. Er wird sich für unser Schweigen Er wird uns für unser Schweigen fürstlich belohnen. Ich glaube, wenn du das machst, stirbt er dann nach einer Zeit. Ist ja ein rivalisierendes Kind, ist mir doch wurscht. Ja. Ich brauche nicht noch mehr Generäle von der Gegnerfraktion in meiner Auswahl. Okay. So, genau. Ich wollte ja das mit dem Adoptieren jetzt mal probieren. Herr Gravitas kosten 30. Ah, hier steht was. Also, warte. Adoptiert ein Parteimitglied in eure Familie. Plus 10 Gravitas für das Ziel. Minus 5 Gravitas für alle anderen geeigneten Erben. Benötigt 2 mehr Autorität als das Ziel über Hingabe verfügt und Gravitas kosten 30. Bedeutet, würde ich das jetzt mit meinem Basileus machen, dann würde er 30 Gravitas verlieren. Ja.
Dementsprechend überlege ich gerade, das mit meinem anderen General zu machen, weil bei dem ist mir das Gravitas nicht ganz so wichtig. Oder ich mach's mit der einen mit der geht schon gar nicht mehr. Ja, die ist schon über 66. Die ist schon 66. Oder ich mach's mit der Frau meines Basileus, weil die hat sowieso nur 48. Da ist es nicht so tragisch. Okay. Oder macht schon Sinn, das mit der Frau zu machen. Ja, kannst du mal ausprobieren, ja. So. Ah! Hä? Was? Ah! Hahaha. Okay, nee, das ist doch kacke. Es will doch kein Mensch. Was denn? Also. Okay. Ich hab das jetzt verstanden. So, Moment, kann ich das bitte? Ja. Also, es funktioniert folgendermaßen. Du adoptierst jemanden aus einer anderen Familie, die aber deiner eigenen Partei angehört, in die königliche Familie. Ach so. Also es adoptiert nicht... Warte, ich kann aber mal ausprobieren. Was passiert jetzt, wenn ich mit... ja, genau, okay. Und mit den beiden anderen geht das nicht. Mit meinem einfachen General zum Beispiel kann ich das gar nicht machen. Mit dem kann ich nicht adoptieren. Okay. Also du kannst quasi mit der königlichen Familie kannst du Mitglieder deiner Partei in die königliche Familie adoptieren. Okay. Finde ich ein bisschen bescheuert. Beziehungsweise einfach nicht nötig so richtig. Ja, vor dem Update war es nicht so. Ja, also, genau. Da konntest du wirklich... Vor dem Update war es besser, weil da konntest du halt mit dem... Man konnte halt die gegnerischen Generäle. Ja, genau, du konntest die gegnerischen Generäle in deine eigene Partei adoptieren. Genau, und hattest dann halt mehr Generäle, deswegen war das ganz cool. So, dann tue ich mal Tempel des Ares noch weiterentwickeln. Okay, aber ich glaube, ich muss jetzt dann, also sobald die militärische Forschung, die ich jetzt gerade mache, fertig ist, muss ich irgendwas Wirtschaftliches machen, damit ich meine ganzen Versorgungsgebäude und so verbessern kann. Mhm. So, dann, wie sieht das hier aus? Minus 3, das ist okay. Dann... aber ich kann hier, kann ich verbessern... So, öffentliche Ordnung pro Runde. Wohlstand durch Unterhaltung, also Kultur. Nahrung. Jo, hoch. So, gut. Dann gebe ich mal weiter an dich. Oder... Willst du uns das an Römer? An zuerst. Ja. Ich bitte euch demütig darum, zumindest über einen Vertrag nachzudenken. Eine starke Abwehr braucht eine starke Grundlage. Wie oft noch? Nö. Es stimmt mich traurig, dass Athene euch nicht mit der Weisheit gesegnet hat. Ja. Athene und Weisheit und so weiter. So weiter. Mein Herr bietet euch Frieden. Ja. Dabba! Ja. Der will Frieden, ja. Das kann ich mir vorstellen. Ich hoffe, ihr nehmt dieses Geld mit dem gebührenden Respekt aufrichtiger Freundschaft an. Okay, warte, für 2500 will der Frieden. Warte, wie viel bietet er mir? 3500 ist noch hoch. 4500 ist moderat. Oh, das ist... Okay. Okay, der will... Warte. Bitte nehmt dieses Zeichen unserer Freundschaft an. 3700, okay. Frieden. Ja, der Mediva ist mit einer Fullstack-Armee vor seiner Haupttür. Und Schakale werden von euren Leichen fett werden und sich an euren Hey, Maskat! Der Maskat will jetzt mit mir...
Fotzen. Krieg. Krieg. Und sogar Aasvögel und Schakale werden von euren Leichen fett werden und sich an euren faulen Fleisch den Appetit verderben. Lieb, also... Freundlich. Das ist doch jemand, dem erklärt man gerne den Krieg. Ja. Ja. Hey, ich habe meinen Leuten gesagt, dass sie nicht beitreten sollen, weil ich will die Halbinsel hier voll haben. Aber Persien und Mediva oder Media sind trotzdem mitgekommen. Scheiße. Und Media ist mit einer Fullstack da. Ah. Das machen wir automatisch. Das ist. Da bin ich nur unterstützend dabei. Alles klar. Na dann. Ja. Ah, das nervt jetzt, dass ein Media da ist. Uiuiuiui. Warte, da muss ich jetzt überlegen. Okay, Sklavenaufstand. Das ist so gut. Oh, verdammt. Die eine Frau ist zurückgekommen, die ich quasi losgeschickt habe, und wichtige Sachen zu machen. Braches Land. Der verbesserte sorgte Boden. Der verbesserte Boden sorgte im nächsten Jahr für eine Rekordernte. Ja, weil wir halt draufgekackt haben. Meine Güte, du machst halt selber. So, das Geile ist, in Gerha hieß es ja, dass jetzt irgendwann eine Rebellion ausbricht. Das war ja auch abzuwarten. Und da sind auch meine beiden Armeen. Wo ist die ausgebrochen? Ganz weit weg, in Adamunu. Adumatu. Adamunu. Ja, und wieder mit so einer scheiß Fullstack-Armee. Und da ist halt weit und breit nur Wüste umrum und keine Armee von mir. Warum sollte auch eine scheiß Armee von mir sein? Mann, jetzt muss ich wieder... Weißt du, also wenn du eine Rebellion hast, glaubst du wirklich, die Rebellen sind so blöd, genau da eine Rebellion zu starten, wo du deine Hauptarmee hast? Ja, natürlich. Die können sich ja nicht... Ja, natürlich. Die können sie ja nicht wehren. Das soll doch so sein. Nee, die können sich ja nicht aussuchen, wo sie jetzt leben, die Rebellen. Die sind halt da, wo sie gerade sind. Ja, das ist richtig. Oh, so, dafür zündel ich ein bisschen und plünder. Und du plünderst auch mal. Und jetzt geht's denen ganz schlecht. Nee, immer noch ein Nahrung. Ach, ist doch doof. Ah, gut. Da muss ich schauen, dass ich mit meiner 212. ganz schnell nach Maskat komme. Warte mal, ich gehe mal aus dem Dorf raus. Jetzt kann ich wieder Einheiten rekrutieren. Das ist gut. Bürgerkavallerie ist besser als die leichte, aber... Nee, warte, Pikiniere. Da habe ich nur Heerbanner-Pikiniere. Egal. Ich mache jetzt mal full. Und dann nächste Runde gehe ich runter. So, Krieg erklärt. Avena und Karthago. Oh, Avena, da ist ja meine Freundin. Warte mal. Avena, wie geht es dir denn? Deine Freundin Avena, klar. Genau. Seid gegrüßt, mein Freund. Ah, seid gegrüßt, mein Freund. Ja, sie kennt mich. So, also. So, willst du handeln, Alter? Die will immer noch nicht handeln. Ich gebe ihr jetzt mal. Alter, ja, okay, für 17.000 würde sie es machen. Warte mal. Für 10.000 auch noch? Für 17.000 würde sie dich heiraten? Nein, nur Handel. Ach so. Wir fangen ja klein an. Warte, 4.600 würde sie mit mir handeln. Warte, ich muss gerade schauen, wie... Das kann ich leider nicht sehen. Ach doch, voraussichtlicher Wert 500 Gold würde ich verdienen. Das heißt, ich bräuchte 8 Runden, um das wieder, oder ja, eigentlich mehr, 9 Runden, um das wieder reinzubekommen. Warte mal, ich gebe die, ja, warte mal. 3. Also da muss dir eine hübsche Ehefrau schon echt wichtig sein, dass du so viel Geld dafür abgibst. Ah, verdammt. Oh Mann, Entschuldigung, ich...
Ich bin noch nicht. Was seid ihr nicht? Keine Ahnung, ich hab's nicht verstanden. Achso, nee, ich fordere nicht, ich biete an. Moderat. Was? Okay. Was? Dann zahle ich dir mal nochmal. Hier? Nein, nicht so viel. 800. Nein, ich zahle dir 800, ich will nicht 800. Okay, nimmt er an, jetzt mag er mich. Immer noch nicht sehr viel mehr, na gut. Dann nächste Runde werde ich dann nochmal versuchen. ist das lustig. So, vor allem, ich finde es immer so lustig, dass 4000 und 5000 ist, klingt zwar viel, aber wenn am Anfang schon 500 Talente oder Gold ausgehandelt wird, das wird ja immer mehr. Und ja, lohnt sich. Gut. Mhm. Vor allem später ist dann so 5000 ist so, ja, komm, nimm. Ja. Hier hast du Geld, kauf dir noch mehr Geld. Genau, hier, kauf dir noch mehr Geld. Das stimmt. Du bekommst... Nee. Du bekommst gerade noch nichts. Du bekommst dann... Für 4000, oh, verdammt, hätte ich hier doch kein Geld gegeben. jetzt fehlen mir gerade 300. 300, dass du den Ausbau machen kannst. Genau. Oh, egal. Mach ich nächste Runde. Astronomie, das ist natürlich auch gut. Und minus 10% Auftreten politischer Vorkommnisse, das ist natürlich auch gut. Mm. Oder plus 2% Steuersatz. Das ist halt jetzt alles so. Warte, was? Minus 3% Baukosten. Hätte ich in zwei. Ja, in zwei Runden, wenn ich die Wasserschleuse mache. Schaffst du eigentlich auch bei den Forschungen, dass du die. Also drei pro Ding voll machst? Also, dass du quasi die Boni dann von zum Beispiel Verwaltung die 3% Verstärkungsrate auf Stufe 1 bekommst. Keine Ahnung, ich habe gerade eine militärische Forschung am Laufen die ganze Zeit. Ach so, also ich erklär's dir mal, wenn du dran bist. Warte, ich bin gleich okay. Soweit. Charaktereinstellung, Haus erweitert, Haus. Alter! Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal Hauserweiterung. Warum? Das ist doch praktisch. Ja, da macht jemand einen neuen Hausstamm oder was? So, was? Es ist übrigens lustig, dass in Pella kann ich nicht so weit gehen wie in bei dir. Aber ich bin nicht bei dir. Oh mein. Ja, du bist immer glaubwürdiger. So, Einheit. Oh. Einheit bestechen 50-50. Mal schauen, ob ich schaffe. Yay! Cool! Ich habe mit den Adeligen eine Einheit bestochen. Mhm. Und die ist jetzt weg. Geil. Praktisch. Das finde ich auch so übertrieben, übertrieben. Also die Agenten, dass die wirklich eine ganze Einheit einfach, ja, sabotieren können. Also, dass die wirklich weg ist. Also nicht nur, dass sie dann, ja, keine Ahnung, keinen Bock mehr haben oder so, sondern wirklich, dass die komplett weg sind. Da hat mir beim letzten Let's Play... hat mir eine Agent so eine dreimal Goldwimpel Einheit weggemacht. Einfach so. Das ist halt. Ja, okay. Ganz ehrlich, wenn so heftige Veteranen dann immer noch so bestechlich sind, dann weiß ich auch nicht. Das ist ganz schön bescheiden. Ja, schon wieder Range. Ah, diesmal hat meine Spionin scheinbar irgendwas hingekriegt.
Sorglose Söhne, Schatzkammer plus 4000. Läuft. Ah, der, ja, genau. So. Nein, du hast gelogen. Das schaltet überhaupt nicht Dingens frei, das zu skillen. Was denn? Ich glaube, meine Agenten haben andere Skills als du. So, aber... Ja, das könnte sehr gut sein, ich muss jetzt gerade mal gucken, weil ich will, dass sie irgendwas mal auf die Reihe kriegt im Ding gegen Spionage. Mhm. Gegen Spionage ist der rote Zweig sehr gut. Ja, warte. Bei mir ist der rechte, sieht. Bei mir der rechte wirkt mehr wie. Wirkt mehr wie Meucheldingens und so. Und deswegen. Genau, ja. Das ist halt, ich mach meine Spionin eigentlich entweder immer auf Diebstahl, dass die halt die Garnison von den gegnerischen Dingern verhungern. Oder dass sie halt den gegnerischen Spion instant tötet. Was auch extrem stark ist. Ja, ich habe gerade was gesehen, was ziemlich gut ist. Wahrscheinlich, deswegen nehme ich das jetzt mal. Mhm. Und ja. Gut, dann ich wäre soweit fertig. Ah, doch nicht, warte. Wunderbar. Achso, okay. Apollonia. Ich kann den Hafen erweitern, aber kann ich den Hafen nicht auch hier unten erweitern? Weil dann erweitere ich ihn lieber hier unten. Nein, ich kann ihn in Athena nicht erweitern, aber in Apollonia ist er nur Stufe 2. So, dann baue ich meinen Hafen aus. Schon mal sehr gut, sonst irgendwas Interessantes noch. So, in Hellas geht's richtig bergauf, das freut mich gerade. Ich muss jetzt dann nur gucken, wie es mit Nahrung aussieht. Und schau mal, wie viel habe ich hier, wenn ich da rausgehe? Dann ist minus 13. So, aber ich könnte meinen Agenten jetzt eigentlich von hier abziehen, nicht Agenten. Die Agentin brauche ich da, weil die muss ja schließlich noch deinen blöden Spion finden. Der so. Natürlich gar nicht bei mir ist oder so. Und deswegen ziehe ich aber den anderen Typen ab. Ja, Herkules kann dir nicht das Wasser reichen. Ja, genau. Und jetzt Essen und gute Gesellschaft sehe ich auch so. So, und du kriegst jetzt bitte irgendwas auf die Reihe, weil sonst werde ich langsam irgendwie ein bisschen genervt von dir. So, jetzt bin ich fertig und ich glaube, die Folge ist auch rum. Heißt wirklich genau. Essen und gute Gesellschaft jetzt auch bei uns. Alles klar, das hört sich doch gut an. Auf jeden Fall. Genau, und ja, mach du. Du bist ja. Alles klar, genau. So. Also, das war eine weitere Runde Rome Total War 2 noch together. Wir sehen uns, beziehungsweise ich habe ja den gewissen Verdacht, dass es auch schon gewisse Against-Inhalte mittlerweile auf Spionage-Ebene gibt. Nicht wahr? Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Es bleibt wahrscheinlich weiter spannend oder wird sogar noch spannender. Also ich meine, zumindest bei mir steht jetzt demnächst wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen noch die Eroberung von Epidamnos und Pella an. Beim Tobi gibt es ja sowieso ständig irgendeinen Blödsinn. Heißt, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin.
haut rein. Aber nicht zu feste, sonst gibt's noch Anzeigen wegen Körperverletzung. Ja, okay, bye bye.